So, ich habe hier ein Haus hingesetzt. Ich habe was runtergeladen und das angepasst. Das hier ist erstmal sein Haus. Sieht ein bisschen aus wie ein Gewächshaus. Vielleicht wäre das auch eine ganz gute Idee. Hier der Rasen ist noch nicht so richtig schön. Mal gucken, wo man den verschönern kann. Gras und Blumen. Achso, ich habe ja hier noch einen Filter drin. So. Ja, hat ja diesen ganz grünen Boden. Ah, das ist schöner, aber nicht das, was ich suche. Wo ist denn dieser Waldboden? Ich weiß es nicht. Kann man eigentlich so machen? Nee. Warte mal, aber es gibt doch einen Radierer, ne? Oder? Ah ja! Anstatt sich rumzuärgern, kann man das alles wegradieren, was man nicht braucht. Okay. Hier müsste eigentlich nichts sein. So, ich habe gerade überlegt, ob wir das vielleicht als Gewächshaus nehmen. Könnte man, könnte man. Ich habe eine Idee. Das kostet ja nicht die Welt. So, ich nehme das. Kopiere es. Und dann bekommt er hier nebenan in kleiner, aber dafür höher, damit wir da vielleicht ein, zwei Bäume reinstellen können, ein Gewächshaus. Dann hat er hier eine schöne Glasfront. Da braucht man ja eigentlich keine weitere Tür. Kriegt hier mal so eine kleine süße Tür. So, die muss ja nicht teuer sein. Ganz in weiß. Ja, ein bisschen in die Mitte. Und dann kommt auch die Farbe ein bisschen runter. Kommt dann. Ja, das ist nicht so hübsch, ne? Das andere ist hübscher. Das geht nicht, okay. Ein Gewächshaus. Vielleicht so. Fehlen irgendwie noch Fenster. Soll schon so ein bisschen nach Pflanzen und nach Funktion aussehen. Was nehme ich denn da am besten? Vielleicht so hohe Fenster einfach mal. Damit klar ist, okay, das hier ist kein Wohngebäude. Hier kommt man wirklich nur hin. Oh, schön in die Mitte. Hier kommt man wirklich nur hin, wenn man arbeiten möchte. Kann einfach eine rote Tür nehmen. Ja, warum auch nicht? So, dann verkleinere ich mal. Dann hat er hier einen kleinen Wohnbereich. Und den richte ich ihm natürlich auch gleich ein. So. Er braucht ein Bad und ein Schlafzimmer. Da muss ich jetzt mal gucken, dass ich erstmal das Günstige nehme, damit wir uns nicht gleich am ersten Tag verzetteln. Dann kriegt er das. Ich mache das Bad mal nach hinten. Ne, nee, warte. Und eine Dusche. Nehme ich auch erstmal die ganz billige. Oder die hier? Die ist ein bisschen schöner. So, da drüben kriegt er noch ein Bett. Vielleicht auch erstmal das günstige. Und noch eine kleine Möglichkeit, was zu essen. Da kann ich mich ja mal bei den Campingsachen bedienen. Das wird er auch brauchen. Wenigstens ein bisschen Geld. Und das hier. Dann nehmen wir den guten Mülleimer, der bringt uns ja Kohle.
Schon sind wir gleich pleite. Schön. Was essen? Mikrowelle kostet 240, Kühlschrank 215. Nehme ich denn einen Kühlschrank? 215, was kostet das denn bei den Campingsachen? Genau, dann ernährt er sich erstmal hiervon. Kann man eine andere Farbe nehmen. Und dann sitzt er erstmal auf einem ganz normalen Stuhl. Einen kleinen Tisch gönne ich ihm. Können wir ja dann immer noch austauschen. Der hier ein Glastisch. So. Mache ich das ein bisschen freundlicher. Okay, er hat einen Mülleimer, er kann was essen, das ist sehr gut. Vielleicht mache ich ihm auch gleich noch. Ne, wir brauchen ja noch Samen. Eine Tür braucht er aber noch. Beziehungsweise zwei Türen. So. Er kann schlafen, er kann essen, er braucht ein bisschen Licht. Da hätte ich gerne Kerzen. Die passen jetzt natürlich nicht rein. Ein bisschen doof, wenn das alles nicht passt. Moment. Kerze. Kann er denn hier noch essen, Eva? Das ist nicht das, was ich wollte. Ein kleines Licht. Wir werden es gleich rausfinden. So. Wir können ja hier diese Glühwürmchen ran machen, die es aus dem Magiepack gibt. Die hier. 85, ja. Ja, eigentlich sind die ganz schick. Dann hat er ein kleines Licht wenigstens. So. Und in seinen Pflanzgarten kriegt er auch ein kleines Licht. Was packe ich denn da hin? Die hier? Don Lothario ist romantisch, der mag Kerzen. So. Erstmal so, da muss er nicht so weit laufen. Okay, haben wir das. Er hat minimal Licht, er hat was zu essen. Okay. Dann hat er noch ganz, ganz wenig. Ganz, ganz wenig, wovon er leben kann. Wie geht's dir eigentlich? Du möchtest mal auf Toilette. Das kannst du natürlich machen. So. Jetzt bist du ausgezogen und natürlich nicht so richtig glücklich. Ich habe vor. Ja. Er würde sehr gern Serienromantiker sein, aber noch kann er sich eigentlich nichts leisten. Was gibt's denn hier? Nee. Botaniker, Angler. Ich könnte ihn ein bisschen rumreisen lassen. Computer wird eher nichts. Leben beeinflussen. Gute Freunde und Charisma. Witzbold. Freund der Welt. Er hätte gern viele Freunde. Partylöwe könnte ich mir für ihn sehr gut. Ja, er ist Partylöwe. Und er bekommt von mir einen Job.
Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Ja. Und danach. Gucken wir mal. Wann ist denn endlich der Sommer? Sommer. Hier 2 Tage ist noch Frühling, okay. So, dann erzähl mal. Du wirst Arzt, das war er früher nämlich auch. So, ich habe noch nie einen Arzt gespielt. Und das ist cool. So, Karriere als Arzt. Er muss konzentriert sein. Da müssen wir Steine sammeln, damit er schön konzentriert ist. Wann hat er den ersten Tag? Rein theoretisch heute. Oh, da ist ja ein Häschen. Oh Gott, welche Grundstücksmerkmale haben wir denn hier? Mal gucken. Gar keine, gar keine, okay. Wir wollen konzentriert werden. Ecke-Grundstück. Wundermünzen. Ärzte haben generell viel Geld. Logik und Raumfahrttechnik. Sport. Fruchtbar. Geothermisch. Gesellig. Heimisch heißt. Also mixen, kochen, Geschick und Gartenfähigkeit. Ja, warum nicht? Dann hätte ich gerne noch. Das ist ein Kinderparadies. Ich scheine hier schneller zu lernen. Lernort. Höhere Bildung. Sims erledigen Hausaufgaben besser. Kann schneller lernen. Natürliches Licht. Ja, wir könnten Party Location nehmen, aber vielleicht später. Romantische Aura. Schnelles Internet. Spielen, programmieren. Verstand, lesen, schneller Fähigkeiten erwerben. Teenie-Nachbarschaft. Teenager kennenlernen. Er will ja viele Freunde früher oder später haben. Ja, dann freundet er sich mit jungen Leuten an. Er sieht sich selber auch als jung. Was ist hier noch? Wir wollen. Da brauchen wir mal die Zutaten. Wilde Füchse? Sie sind Ärgernis für Gartenhühner und Hasen. Ja, weiß nicht. Eigentlich wäre es irgendwie schon cool, wenn wir Füchse hier hätten. Ja, ich. Nehmen wir Füchse. Und dann muss ich mal die Türen abschließen. Huch! So habe ich das nicht gedacht. Warte mal. Okay. Wir schließen die mal ab. Abschließen für jeden außer Familie. Haustür. Treten verboten. Vertreter, okay. Vampire nicht zulassen. Richtig. Sehr schön. Ein konzentrierter Arzt. Dann müssen wir jetzt mal Steine sammeln. Wie machen wir das am besten? Und zwar. Du surfst und du machst Liegestütze. Wir reisen jetzt mal. Reisen. Nein, alleine. Und dann gucke ich mal, ob ich ein paar Steinchen finde und dann. Ob es dann gut weitergeht. Findet man da welche in Parks? Ich glaube, hier waren nicht so viele in dieser Umgebung, ne? Da müssen wir mal in die alten Gebiete. Vielleicht gucke ich mich hier unten mal um. Ja, in dem Wohngebiet.
In den Anfängergebieten gab es eigentlich ziemlich viel zu finden, zu ernten und zu machen. Vielleicht hatte ich ja Glück. Denn er ist zwar Arzt, aber ich finde, er kann sich ruhig was nebenbei verdienen. Das machen ja selbst Ärzte. Ich hatte mal einen Tierarzt, der hat nebenbei, na, Honigbienen gezüchtet. Was natürlich ziemlich cool ist. Weißt du was? Du kannst ja mal joggen gehen und ich such so lange. Viel Spaß. Ach, cool. Kann man ja handeln. Eishonigtee. Habe ich ja noch nie gehört. Klingt aber cool. Wusste ich gar nicht, dass es hier Verkaufsstände gibt. So. Nein, geht nicht. Hier gibt es mit Sicherheit noch Pflanzen. Die Frage ist nur leider, wie immer, wo? Zwiebelpflanze nur angucken reicht mir aber nicht. Hier. Da sind Frösche, okay. Oh, sehr gut. Wenn da jetzt ein paar Kristalle und andere Sachen bei sind, um die konzentrierte Aura zu bekommen, brauche ich ja mehrere von denen. Am besten in jedem einzelnen Zimmer. Ich habe mal gelesen, von diesen kleinen Dingern, die konzentrierte Aura machen, braucht man irgendwie 3 Stück oder so, damit das überhaupt wirklich was bringt. Warum bist du denn nur beschämt? Och Mensch, wenn du ein bisschen handelst und es funktioniert nicht, ist doch nicht so schlimm. Alles halb so wild. Hier ist eine ganze Menge zu holen. Karotten, okay. Mach mal ein bisschen schneller. Ich meine, wenn ich hier schon schneller am Klicken bin als zum Sammeln. Na los, Don. Du bist ein junger, hübscher Mann, du schaffst das. Fit und gesund bist du auch. Die Jugend von heute hat Selbstzweifel, obwohl sie super gesund und super glücklich sein könnte. So. Den meisten Menschen hier in Europa geht es sehr gut. Kann man ja nicht anders sagen. Oder zumindest einigermaßen gut. Klar, geht meistens immer noch besser. Man hat ja viele Wünsche und viele Träume, die man sich gerne erfüllen will. Also mit gut gehen meine ich jetzt nicht, dass man reich ist und sich irgendwie zweimal im Jahr Urlaub leisten kann. Sondern mit gut gehen meine ich eher, dass man mit dem was anfangen kann, was man hat. Dass man zufrieden sein kann. Beziehungsweise auch die Möglichkeit hat, dran zu arbeiten, wenn man sich wirklich mehr wünscht, dass man es auch erreicht. Ja, und zum Schluss landet er wieder hier. Mal gucken. Mal gucken, was wir hier so haben. Für die Partystimmung brauchen wir natürlich auch ein paar von den Puppen. Das kann natürlich ans Georat, genau. Den ersten Frosch. Kannst du ja auch mal aufmachen. Wäre natürlich super, wenn wir hier schon ein, zwei Sachen ernten könnten, ja, aber kann man sich leider nicht aussuchen. So, zeig mal. Ich bin ja froh. Du kannst doch joggen. Du hast Fitness Level 3. Oh mein Gott, ist ja kein Wunder, dass ich hier so lange warte. Trödelnase, also wirklich. Der kann und der will nicht. Ich habe aus Versehen schon Pflanzen entwurzelt, dass es die Möglichkeit gibt, die hier alle rauszureißen. Also, wer reißt denn zum Beispiel einen wilden Obstbaum raus? Auf so eine komische Idee kommt man noch gar nicht. Man würde doch eher gucken, ob der irgendwelche Früchte trägt.
So, mal schauen, was möchte er denn? Bei der Arbeit vorletzten, das kannst du vergessen. Kokett werden. So, öffne die mal. Und das kannst du. Das geht nicht. Na gut, eigentlich müsste ich direkt in die nächste Nachbarschaft, mache ich mal auch. So, mach das mal noch kurz auf. Reisen. Dann ernte ich jetzt, was ich kann, und dann, wenn der Tag gleich zu Ende ist, muss er ja auch schon schlafen gehen. Wir können ja hier hinten noch mal gucken. Und das muss dann erstmal reichen. Ein Steinchen haben wir ja jetzt. Ich weiß nicht, ob man über Bestellungen welche kaufen kann. Oder über Geschenke. Müsste man rausfinden. Mit 396 sind wir jetzt nicht so reich. Da müssen wir noch ein bisschen schauen. Aber wir kommen klar. Wir sind ja Single. So. Komm, wir machen das mal so. Hier hin joggen, Frösche suchen. Ich glaube, dann sind wir 10-mal schneller. Wo sind denn die Sachen, die wir alle wollen? Kann ja wohl nicht wahr sein, dass die uns hier trollen. Wir suchen das Gute, richtig gute Zeug. Los Leute, singt mit. Wir suchen das richtig geile Zeug. Hier ist gar nichts zu holen. Was ist denn hier los? Kann ja echt nicht sein. Es gibt doch in jedem Grundstück hier in den Anfangswelten irgendwas Interessantes. Irgendwas muss es doch geben. Ja, kannst ja hier schon mal hinjoggen. Da ist was. Eine wilde Tulpe. Ja, da ist was, aber da kommen wir natürlich noch nicht rein. Das hier ist das Geheimgrundstück. Ja. Da unten kommt man nicht hin. Sieht irgendwie alles so leer gefischt aus. Ja, Tulpen sind hier. Salbei können wir natürlich auch nicht ernten. Ich brauche aber eher noch ein paar Steinchen. Ah, spawnen die Pflanzen jetzt erst oder hier wieder ein Kirschbaum? Ja, guck dir die Pflanzen mal an, vielleicht bringt's was. Vielleicht. Wollen wir hier ein bisschen Zeit vertrödeln. Guck dir mal alles an. Hier sind ja auch Pflanzen, aber die sind halt alle nicht so weit. So, nach Schatzgraben. Und nochmal. Ach, hier gibt es momentan keine. Einen Moment bitte.